Schauen wir uns mal ein Hamsterprogramm zum Lösen der Hamsteraufgabe von vorhin an. Gegeben war halt folgende Landschaft. Das heißt, der Hamster sitzt hier. Hier liegen Körner, da sind Mauern. Der Hamster soll zwei Körner fressen. Ein Programm, was diese Aufgabe löst, sieht jetzt folgendermaßen aus. Hier ist so eine Einführung, was das damit auf sich hat. Dazu auch in einer späteren Unterrichtseinheit mehr. Und dann in diesen geschleiften Körnern kommen jetzt die Anweisungen, die Hamsterbefehle. Ja, der Hamster hüpft hier zwei Felder nach vorne, frisst dann das Korn, dreht sich nach links um, hüpft wieder zwei Felder nach vorne und frisst auch dieses Korn. Das deutet jetzt diese Anweisungssequenz an. Vor, nimm, dann dreht er sich links um und wieder vor, nimm. Damit ist das Programm beendet. Und der Hamster hat die Aufgabe, zwei Körner fressen zu sollen, gelöst.